den Schnüffler. Privatdetektiv, wenn ihr es genau wissen wollt. Der beste Schnüffler im gesamten Garten. Das soll ich bleiben. Und dieses Loch. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Frank! Ich gehe vor, Sie folgen mir! Widerstand ist zwecklos! Und ab ging es in die Tiefen. Unser Chef der inneren Sicherheit hat die Suche bisher geleitet. Er wird Sie auf den derzeitigen Stand der Ermittlungen bringen. Finden Sie vor allem eine Ameise, weiblich, besonders Kennzeichen, ein weißer Fleck auf dem Kopf. Finden Sie sie, 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 sie! Käfer, dann. Was wissen Sie, Junge, da drüber? Was müssen? Was müssen wir nicht? Aber das würde natürlich keinen Kosten. Schnauze! Du, was mir langweilig. Jay, das hier ist Arbeit und kein Zuckerschlecken. Sieh du, was ich aber hat er recht. Die Ohren hat ihr Netz verlassen. Was will ich nur hier draußen? Vielleicht ist ja auch langweilig. Ich hörte immer noch zu, gefangen von dieser goldenen Stimme. Als plötzlich die Hölle losbrach. Oh, auf dem Teich trieb, dachte ich noch. Meine Lieben, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du ersäufst oder du endest als Fischfutter. Ich hatte Glück. Sie flog direkt in meine Falle. Ich dachte immer nur an ihre tödlichen Stacheln. Ganz plötzlich fuhr ich tief hinab und dann zack, hielt ich Kurs auf den Rasenmäher. Ich raste durch einen Sturm von gemähtem Gras. Sag mir mein Zusammen, du bring die beiden zu spielen. Genau soll die Ameisenkönigin ermordet werden. Am Mittag des Tages vor dem nächsten Vollmond. Und wann genau ist das? Heute. Der Garten war dem Untergang geweiht und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte. Jetzt waren wir wieder überzahlt. Frank Soldaten!